Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Tennis Aces. Letztes Mal haben wir das Festungstor hier gestürmt und nun betreten wir Bowsers Festung. Ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach ablaufen wie das letzte Dingsdödel, wo wir tatsächlich zwei Sachen souverän gemeistert haben. Aber gut, wie weit Luigi und die anderen wohl sind. Wenn wir nicht ganz schnell in die Gänge kommen, schnappen sie uns noch den Machtstein weg. Das darf auf keinen Fall passieren. Kampf mit dem Hüter des Schatzes. In Bowsers Festung. Oh mein Gott, was könnte da nur auf uns warten? I don't know. Egal, wir haben den Flammen. Oh, eine Bowser-Statue? Wie zum. Das ist auch nicht neu, aber besser als nur Bowser, würde ich jetzt sagen. Hä? Gerade nicht. Ein Laser? Please don't. Direkt in die Lava gelaufen. Gott, ist dieser Kampf merkwürdig. Diese Laser of Doom. Okay, ja. Ich hab zwar geschlagen. Im Prinzip können wir ihm relativ schnell Damage machen. Das ist eigentlich ganz nett. Okay, jetzt die Frage, was kommt jetzt? Meteoriten. In den Mund? In den Mund. Sehr, sehr gut. Feuer. Was? Bitte, was? Der hat mich einfach verbrutzelt. Ich habe nicht mal eine Warnung bekommen. Wir müssen eigentlich immer versuchen, alle drei Feuerbälle zurückzuschießen. Mit einem Trickschlag geht das auch. Dann ist das eigentlich relativ entspannt. Und Trickschlag, komm schon, den nehmen wir auch noch mit. Ja, sehr, sehr schön. Wieder Laser of Doom. Geblockt. Oh mein Gott, das gibt uns einen Instant-Hit. Das finde ich gut. Bitte. Nein. Wie unfair ist das denn? Und in den Mund, Brother Banks. Sehr, sehr schön. Und rüber gejumpt. Easy peasy, jumpy peasy. Das geht auch ganz gut hier. Für den Moment gerade. So, ein paar schöne Hits. Nein, komm schon, Trickshot, Trickshot! Ah, leider haben wir den nicht gekriegt. Aber gut. Den kriegen wir auch noch. Yes! Immer alle mitnehmen hier. Immer alle mitnehmen. Laser of Doom. Laser of Doom gefällt mir nicht so sehr. Der ist mir zu doomig. Aber er macht auch keine unerwarteten Schläger-Zerstörschläge. Nicht wie die anderen Bosse.
Und die Zeit läuft. Und zada-bang! Hä? Das war jetzt relativ einfach? War das jetzt, weil wir den Schläger haben? War das jetzt einfacher, weil wir diesmal tatsächlich den richtigen Schläger direkt am Anfang hatten? Oder war der Bowser-Bosskampf einfach einfach? Schreibt gerne eure Evaluation dieser Lage in die Kommentare. Aber ich bin gerade erstaunt, dass wir das so souverän gelöst haben. Tatsächlich. Und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Geschafft, Mario! Die Bowser-Storte bewegt sich nicht mehr. Das war ja wirklich ein hartes Match. Schnappen wir uns den Machtstein. Oh nein, die Schatztruhe. Spitze gemacht, Mario. Die Festung war zu gut bewacht. Deshalb haben wir einfach darauf gewartet, dass uns den Weg frei machst. Wie eine Volks- und Raiffeisenbank. Wir machen den Weg frei, Mario Bank. Bitte geben Sie uns Ihr Geld, damit wir es klauen können. Und dann sind wir direkt hinter euch rein. Während du gekämpft hast, haben wir uns klammheimlich den Schatz geschnappt. Als ich die Schatztruhe berührte und sich die Statue anfing zu bewegen, dachte ich, es wäre vorbei. Aber du hast ja das geregelt, wa? Tschüss, dann vom Machtstein müsst ihr euch jetzt verabschieden. Wir haben 3 Machtsteine. Nein, halt ihn nach, Mario. Wir haben 3 Machtsteine. Es gibt also 5 Machtsteine. Wir haben 2 und die haben 3. Das hat sich ja schon angedeutet, dass es zu einem großen Finale kommt auf dem Stadion. Dort werden alle Rechnungen beglichen. Oho, ist das so? Ist das der Fall? Wie konnte das nur passieren, dass uns der letzte Machtschein entglitten ist? Ja, ungefähr so, wie sie es dir erzählt haben und wahrscheinlich, weil das storytechnisch relativ wichtig war. Vorerst können wir nichts anderes tun, als zum Stadion zurückzugehen und uns mit Peach und Prinzessin Daisy zu beraten. Hä, aber die wollten zum Stadion auch zurückkehren. Also sollten wir dahin, bevor die geröstet werden von denen, aber ich sag ja nicht. Persönlicher Platz in... ist euch sowieso Wurst, ob ich das jetzt im privaten Modus spielen kann oder nicht. Und eine Schiffsstrecke führt direkt dorthin zurück. Oh, das ist ja gar nicht mehr kaputt. Das war doch kaputt, oder? Schon so lange her. Okay, der blaue Punkt ist wieder rot geworden. Ziemlich, ziemlich fresh. Dann... Frage, machen wir noch eine Challenge? Weil eigentlich wäre das Grande Finale besser in einem Grande Finale-Part. Wir gucken mal, ob wir die Challenge hier schaffen. Moment, Mario! Das ist ein Kettenhund. Komisch, das ist doch... da ist doch gar kein Weg vor uns. Nur ein paar Steinstatuen, auf denen etwas steht. Aber von hier aus kann ich das nicht entziffern. Wir müssen den Kettenhund ablenken, um näher an die Statuen heranzukommen. Schlage die geworfen so, dass der Kettenhund sie nicht erreichen kann. Und denk dran, dein Schlag muss sitzen. Wenn der Kettenhund ihn abwehren kann, zählt das als Fehlversuch. Suche 30 unerreichbare Bälle. What? What? Das klingt ziemlich hart. Wir müssen 30 Mal, dass er den nicht bekommt. Dreißig Mal, dass der den nicht bekommen kann. Mit nur... keine Zwischen... Oh mein Gott! Okay, er ist nicht ganz so... Oh nein. Ich muss noch mal kurz. Stoppball ist X und nach unten. Muss ich kurz wissen.
Okay, der hat halt easy bekommen. Aber 30 Mal? Das klingt verdammt viel und ich muss ja auch jeden dieser kranken Bälle abwehren. Ja, das können wir direkt nochmal probieren. Die Challenge klingt relativ schwer. Und ich empfinde sie auch so. Wow, den hat er halt gekriegt. Puh, ich dachte schon, dass er den jetzt kriegt. In die Ecke. Puh, Leute, das ist so früh und geblockt. In die andere Ecke. Wir haben halt nur noch einen Fehlversuch. Und wir müssen noch oh mein Gott! Der war echt close, dass er den bekommt. Den kontern wir jetzt mit einem Powerschlag. Den platzieren wir natürlich schön in der Ecke, wo ihn hoffentlich nicht bekommt. Und weg damit. Wir sind bei der Hälfte und haben trotzdem nur einen über. Den können wir natürlich schön schnell spielen. Und weg damit. Es ist anscheinend doch machbar, einfach weil der Kettenhund sehr träge ist. Aber, weiß ich nicht, wir brauchen jetzt nur einmal einen Fehler machen und wir sind raus. Das ist schon sehr viel Druck. Oh, nein! Oh. Egal, ich hab das Gefühl, wir probieren das jetzt nochmal. Und hoffen dann, dass wir das kriegen, unbeschränkte Energie. Das habe ich mir vorgenommen, nicht zu nutzen. Einmal schön nach hinten. Wir müssen halt auch versuchen, immer möglichst viel Energie aufzubauen. Och, Leute. Was? Was? Free Points? Die nehme ich natürlich. Ah! Das war jetzt natürlich sehr ärgerlich. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Egal. 10 Punkte. Obwohl, wir dürfen ja. Meine Rechnung ist ein bisschen falsch. Wir dürfen jetzt ja nicht, weil wir 10 haben, einen verloren haben eigentlich. Weil bis 30 dürfen wir nur zweimal verloren haben. Das heißt, wir müssten bis 15 mit nur einem kommen. Das hätte ins Auge gehen können. Ja, den blocken wir direkt so. One for safety, wie wir so schön sagen. Und wieder in dieselbe Ecke. Jetzt stehen wir gut da mit nur zwei Fehlversuchen, aber wir wissen ja, es kann bei mir relativ schnell gehen. Der war echt. Nein! Oh. Nein. Oh, so schnell haben wir das verloren. Aua. Das war nicht so gut. Das war ein bisschen enttäuschend. Na gut. Schade, schade, schade drum. Aber naja, manchmal muss es auch so enden.
Dafür haben wir immerhin den Bosskampf erfolgreich bestritten. Das ist ja auch was Gutes. Aber es ist halt schon tragisch, dass wir halt den Bosskampf relativ gut spielen und dann auf so einer negativen Note jetzt den Part beenden. Aber manchmal ist das so. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Mario Tennis Aces. Tschüss.